Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Servus und hallo, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wie ihr seht, wir sind in der Brotbackstube oder generell in der Backstube. Wir haben aktuell 595 Liter Mehl drin und 4 Liter Brot schon produziert. Na, die können jetzt hier erstmal werkeln, das ist ganz nice. Wir fahren erstmal bei uns auf dem Hof zurück, denn da haben wir ja auch noch zu tun mit dem Laden von den von der Biomasse, ne? Weil die muss verkauft werden. Da müssen wir ein bisschen den Finger ziehen, bis da wieder zu spät ist. Bis 17 Uhr wissen wir ja, haben wir Zeit. Ne? Deswegen müssen wir einfach mal sehen, dass wir da zu Rande kommen. Und dann passt das schon. So, aktuell auf dem Hof ist soweit alles schick schön. Die Helfer haben die Arbeit beendet. Das passt auch soweit. Wir dann einfach mal gucken, welcher Helfer das dann ist. Ich denke mal, das wird der sein, der den Hafer angesät hat. So. Und da gucken wir gleich mal. Und zwar nee, der hier oben hat beendet. Der steht hier. Was ist mit ihm? Wo ist denn seine Mission jetzt her? So. Kann er weiterfahren oder nicht? Ja, passt doch. Okay, wunderbar. So. Okay, der Drescher ist fertig, haben wir gesehen. Er ist immer noch am Werkeln hier. So. Wir brauchen aber unseren Kollegen hier. Und müssen da erst einmal die Biomasse laden. So. Tiere sind ja alles soweit verpflegt, das passt ganz gut. Deswegen ab Biomasse laden und verkaufen. So. Müssen aber auch gleich mal, warte mal, ich muss gleich mal kurz noch mal was gucken hier. Und zwar bei den Tieren. Bei den sind ja soweit Reproduktionsrate, das läuft. Geschlechtsreife kommt auch dazu. Okay, okay, okay. Wir haben Milch 105 Liter aktuell. Ja gut, müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Lass mal hier ganz fix verladen. Wir werden auch mal sehen, dass wir so gut wie möglich halt mit dem Strom müssen wir sehen, wie viel geht hier letzten Endes rein, ne, in das Lager dann. Also in das Silo, nicht in das Lager. In das Lager dann später, weil wir machen erstmal das Silo voll. Und dann machen wir mit dem Lager weiter, in der Hoffnung, wir haben dann genug Stroh. Müssten wir eigentlich auch haben. So, dann ist angestrebt, dass wir dann jetzt endlich mal anfangen mit den Schafen und mit den Ziegen. Denn die bringen auch nochmal Milch extra. Und so ist es dann gegeben durch die Kühe und durch die Ziegen, dass wir immer stetig Milch haben. Na, also Käseproduktion sollte dann, denke ich mal, optimal laufen in dem Falle. Und dann müssen wir dann einfach mal sehen. Und dann müssen wir halt auch schauen, wie wir es mit der Biogasanlage machen. Denn die können wir ja auch füllen. Warte mal, muss ich auch gleich mal gucken. Ah, wir haben so viel zu tun, das ist der Wahnsinn. Das ist der blanke Wahnsinn. So, warte mal, wo haben wir denn das? Warte. Gasanlage. Die können wir eigentlich mal aktivieren. Genau, die können wir mal aktivieren. So, Methan direkt verkaufen, Gerasta. Können wir direkt verkaufen. Weil wenn, dann machen wir, dann düngen wir sowieso dann die Felder mit Gülle oder Mist. Ja? Und das sollte dann, denke ich mal, recht gut passen. Wir werden es auch so machen, dass wir, wenn wir Mist streuen, dass wir das dann schön so zu Rande bringen, dass wir erst den Mist streuen und dann mit dem Flug drüber gehen, weil man muss die Masse ja auch einarbeiten. Ja, die muss ja auch rein in den Boden. So. Aber hier haben wir noch mehr als genug, hey. Gottes Willen. Das wird uns noch ein bisschen Arbeit kosten. Ich bin ja am Überlegen, wir werden wohl doch das Geld investieren und werden hier ein Förderband nehmen. Ich glaube, das macht sich einfach besser.
Ja, es ist halt. Es geht halt einfach schneller, finde ich. Ja. Ja. Klar, mir macht das mit dem Laden auch Spaß, ne? Also steht außer Frage. Aber ich denke mir dann immer, so für euch, ihr wollt ja auch so viel als nur möglich sehen, was in der Folge geschieht, ne? Wie wir vorankommen. Und da wollt ihr ja auch nicht die ganze Zeit dann nur zugucken, wie ich lade, ne? Und ein bisschen komisch daher schwätz, ne? Deswegen, das werden wir machen. Wir werden den Anhänger jetzt voll machen und dann investieren wir mal kurz wieder ein bisschen und holen uns dann so ein Förderband. Macht sich einfach besser. Definitiv. Ja. Ja, ab die Post. Perfekt. Bissel, noch ein bissel, noch ein bissel. So, meine Lieben, dann ist es bald soweit. Und die neue Krake hält Einzug. Ey, ich freue mich so sehr drauf, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil ich so gespannt bin, wie verhält sich das Ganze im Bereich der Grafik, ne? Wie viel. Also wie weit ist der Schritt nach vorne, ne? Auch für euch, ihr seht es ja dann unmittelbar, logischerweise. Ja. Und da bin ich einfach mal sehr gespannt. So, machen wir vorne noch ein kleines Häufchen drauf. Und dann geht das rein. So, wunderbar, mach voll das Ding. Ja, passt sogar noch eine rein. Passt sogar noch eine rein, dass der voll ist. Oder eine halbe. Halbe, dreiviertel Schaufel passt noch rein. Denke ich mal, ist der Anhänger voll. So. Dann sollte das recht gut funktionieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt ist er voll. Jetzt ist er voll. Perfekt. Perfekt, perfekt. So, und wir werden jetzt aber, wir werden das mal ausmachen. Wir wollen mal in den Händler reinschauen. Und zwar, Förderband, Förderband, Förderband haben wir hier. Und zwar, wir brauchen das hier. Aber mal ein bisschen grün. Auf. Ja, komm, das kaufen wir uns. Und dann brauchen wir das hier. Ah, das können wir nicht grün machen, verdammt. So. Und dann werden wir das aber gleich zurücksetzen, die zwei Stücken. So. Und dann können wir nämlich das Ganze dann, warte mal, auf dem Hof, jawohl. Na komm schon. Da. Und hübs. So. Können wir das Ganze nämlich gleich mal so rüberfahren. Haben sie ja, Gott sei Dank haben wir es nicht weit. Ist unglaublich. 5K war Junge. 5K. Aber warte mal, nee. Dauert mir jetzt. Das dauert mir eindeutig zu lang. Das, nee, das können wir nicht machen. Wir können ja nicht mit 5 km lang zügeln. Nee, 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 nee. Das passt nicht. So. Ab geht's. 5 km, da wirst du ewig nicht fertig. So. Das einmal hier abhängen und dann holen wir noch das andere und dann können wir das Ganze nämlich ausrichten und dann sollte es eigentlich funktionieren. Da, ein Träumchen.
Ein Träumchen. Ach, hier haben wir unsere andere Seemaschine. Ah, lüll. Na gut, da haben wir jetzt eine große und da haben wir eine kleine. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte nämlich in der ein paar Folgen zuvor hatte ich doch die Seemaschine gesucht. Hatte deswegen nochmal die kleine gekauft. Aber ja, mein Gott. Das ist jetzt halb so wilde. So, kriegen wir das jetzt hier dran? Oder eher weniger? Die kriegt man. Ah, doch, die kriegt man. Der Ackerschiene, nein. Ackerschiene. Wunderbar. So. Ab geht die Lützi. Hier abkuppeln. Gucken wir unseren Kollegen nämlich erst einmal. Jetzt stellen wir erstmal hier in der Garage. So. Perfekt. So, dann können wir nämlich erstmal hier. Dann überla. So. Können wir das Ganze nämlich hier erstmal positionieren. Sollte dann recht gut funktionieren. Es geht halt einfach schneller mit dem Laden dann. Ganz einfach so. Wenn wir den hier so hinstellen, müsste der eigentlich soweit auch alles mitbekommen dann. Ja. Passt. Legen anschalten hier. Einmal ein bisschen hoch machen das Ganze. Dann sollte das passen. So, ja, das sollte gehen. Anschalten. Wunderbar. Wunderbar, sehr gut. So, dann werden wir das jetzt wegbringen. Dann probieren wir dann nämlich gleich mal, wie sich das Ganze verhält. So, auf geht die Lucia. So, 36k, das müssen wir jetzt erstmal, verkaufen. Weil ansonsten sehen wir ja alt aus mit dem Geld. Forscht. Wunderbar. Adräumchen. So, ich denke ja mal, wir werden dann wieder so bei 70, 80k rauskommen. Das ist ganz gut. Haben wir dann wieder einen Puffer. Ne? Und da sollte sich das recht gut machen lassen, auch mit den Helfern. Gerade mit im Ansehen und alles. Ne? Das sollte recht gut passen. Ah. Dann lippt der Laden. Dann lippt der Laden, sage ich euch, mein Lieben. Bleib wieder beim Händler durchschüsseln hier. Soll ganz gut passen. Hat er eh nichts dagegen, ne? Der hat ja eh offen. Von daher, ein bisschen Durchfahrtsverkehr muss auch sein. Ne? So.
Ja, wunderbar. Wunderbar. Wir haben gleich mal so ausholen, dann können wir nämlich gleich verkaufen hier. Uiuiui, da war ein bisschen. War die Kurve ein bisschen hart. So. Aber. Weil. Jetzt rollt der Rubel wieder. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Sehr, sehr gut. Ja, habt ihr gesagt, so bei 80k, 90k sogar, na holla die Waldfee, 93k. Sehr gut. Und weil ich das gerade sehe mit der Umweltbewertungsstrafe, ne, mein Lieben, da habt ihr auch kräftig in die Kommentare geschrieben. Danke dafür. Na. Wir müssen halt sehen, wie es dann ist, jetzt, wenn wir das Stroh einfahren, wie wir. Ach, Gott sei Dank. Na, müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie das dann dabei ist. Aber, meine Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Na. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne das Däumchen da lassen. Schreibt wie immer gerne in die Kommentare. Ja, für Tipps, Tricks bin ich immer offen, das wisst ihr. Ja? Und ja, ich gucke es mir natürlich auch an. Ne? Habt ihr ja mitbekommen, kriegt jeder sein Herzl oder auch eine Antwort, wenn Frage ist. Ne? Also, bis dahin, tschüss und ciao.